Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Gameplay und ich möchte euch Red Matter auf der Pico 4 vorstellen. Sehr viele von euch werden das Spiel natürlich kennen, aber ich wollte es euch wirklich jetzt mal auf der Pico 4 zeigen, wie sieht es hier aus und ja, wie spielt es sich. Und wir sind hier im Hauptmenü und ja, sieht halt wie sonst auch aus. Wir haben mal ein bisschen Lightshow, ne? Ja, Optionen zeige ich euch mal ganz kurz. Wir haben die Audio-Möglichkeiten, hier Sound, Musik und so weiter ein bisschen anzupassen. Hier sind wir die Controller, was wir wie haben. Sprache haben wir leider nur Englisch, Spanisch. Das war es dann noch schon. Und hier gibt es in Texten gibt's Französisch, aber leider kein Deutsch. Englisch, Französisch, Spanisch und dann Asiatisch noch. Das ist natürlich sehr schade, fehlt hier. Und wenigstens hat Deutsch untertitelt, aber gut, müssen wir jetzt erstmal abwarten. Wir haben die Möglichkeit, verschiedene Sachen noch einzustellen: Smooth Locomotion, Seated Mode ist off. Smooth Locomotion brauche ich nicht. Attract Objects, Turn Blinders. Ich glaube, das ist eben wirklich irgendwas Wichtiges, ist das aufblinkt, glaube ich zumindest. Nagel mich nicht drauf ist. Ich würde sagen, wir starten einfach ein neues Game. Wird kein langes Gameplay, ich möchte euch nur mal kurz zeigen, was wir hier wirklich auf der Pico 4 erleben, wie es aussieht. Perhaps you're under the impression that the war is over. You would be mistaken. Rockets once aimed toward the sky, now point farther still, into space. Your code name will be Epsilon. You will travel to Rhea, one of Saturn's moons, to explore an abandoned science facility belonging to our enemies, Volgravia. Wir müssen auf eine Forschungsstation. Your mission: to infiltrate the complex, uncover the secrets of their research, and transmit them to headquarters. Es könnte auch ein bisschen schneller gehen, würde ich sagen. You will travel under hibernation in a space capsule. We will contact you again once you've reached your destination, Agent Epsilon. Okay. Der Soundtrack ist auf jeden Fall sehr cool gemacht. Gefällt mir. Good luck. Danke. Jetzt geht's los. Approaching Rhea Lunar Orbit. Awakening Agent Epsilon. Wir waren im Hyperschlaf. Grafisch. Handshaking 3, 2, 1. Hier zu sehen kann. Epsilon, do you read me? In diesen glänzenden Oberflächen holt man immer viel raus. Just a moment, something's wrong, sir. We're encountering some problems with
capsule on re-entry. Verspiegelung und so, da kann man halt sehr viel rausholen bei Games. Engaging emergency landing protocol. Hurry! Ich kann nichts machen. Das ist schon sehr, sehr lange her, wo ich das gespielt habe. Bei Release habe ich es gespielt. Aber auch nie zu Ende gespielt. Okay. Und Landung. Machen wir es gleich auf dem Planeten, die Grafik so hergibt. Kann man natürlich auch nicht so viel sehen. Game kostet auch immer noch 24,99 Euro. Agent Epsilon, do you copy? Epsilon, can you hear me? Error, okay. Das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Wenn ich das sehe. Epsilon, if you can hear me, we need to reboot the suit systems. Look at your hand and press the highlighted button. System Rebooting. Wir rebooten. Ich hoffe, ich komme gleich nochmal ins Menü rein. Wir müssen warten. System Loading. Jetzt geht's los. System ready. Wait, I'm getting something from the suit. It's alive. Epsilon made it. Wir leben. Wow, wer will nicht so eine Hand haben, oder? Epsilon, looks like your comm system is down. We can't hear you. I'm gonna need you to give us your location. Look for any signs that might help to pinpoint your position. They'll be written in Volgravian, so you're going to need your translator unit. When you find the sign, just point at it and pull the trigger. Ah. Da sehe ich ein Zeichen. Basic Volgravian. Shit. Like the language index isn't working. The translator must have gotten damaged. Noch was hier? Data drive ist auch gut. Ah, okay. Jetzt kann man es wahrscheinlich auch hier übersetzen, ne? Alright, the data drive's been uploaded. Now try to scan that sign again for me. Hab ich doch. Listen, you can cycle through the suit's tools linked to your left hand and select the icon for whatever tool you want by moving the stick. Ach, da war eine Taschenlampe. To move around out here, you're going to need to use the thrusters on the suit. Let's see if they're working. Das war eine Taschenlampe? Okay. Use the navigation system to search for a landing position by moving the stick forward. Once you've found somewhere to land, release it, and the suit's thrusters will do the rest. Excellent! All systems operating at full power. Wow, wie schnell ich hier... Now, we need you to find that facility, enter the underground complex, and locate those documents for us. We must have that information sent back to us, Agent.
Find the classified documents. Enter the base. Das kriegen wir hin, glaube ich, oder? Okay. While in the air, you can use the right stick on the suit's thrusters to accelerate or decelerate. Okay. Find the speed that you're most comfortable with. Vollkommen in Ordnung. Kann aber schneller sein. Full speed. Full throttle. Wow. Da war ich damals so geflecht von. PC besser aus, aber man muss natürlich damit rechnen, dass es ein bisschen abgespeckt ist, weil wir ja ein autarkes Headset haben und keine, ja, wer sich jetzt mal so eine neue Grafikkarte anschaut, der weiß glaube ich ungefähr, wie groß so ein Teil ist, ne? Und wir haben hier so ein kleines Headset auf. Aber schon richtig gut was rausgeholt hier, muss man sagen. Wollen wir da mal irgendwie reinkommen in die Basis hier? Ich habe Red Matter 1 nicht zu Ende gespielt und ich habe auch Red Matter 2 noch nicht gespielt. Also das mal nur zur Info. Remember that your scanner can be used not only to translate text, but to analyze objects as well. Evakuationsprotokoll, also evakuiert wurde das Ganze hier, die Evakuation. Evacuation, kann man auch sagen, ne? Was haben wir denn hier? Data on ice, prospecting in an underground cave below the base. Also irgendwie Daten unter der Basis hier. Sicherung kaputt. Da haben wir halt auch nichts. Ach, da kann man nicht mehr viel mit machen, ne? Okay. Someone sabotaged the opening mechanism. It
seems they were trying to keep anyone from leaving or entering this place. Da geht nichts. Dann machen wir mal hier hin. Der Fortbewegungsmechanismus ist natürlich nicht mehr so up to date. Aber es war halt früher, wegen Motion Sickness und so weiter, war das halt ganz gut. Dass alles so teleportmäßig gelaufen ist. Schauen wir mal, wie wir weiterkommen jetzt hier. Funktioniert. Wo hinaus wollen wir? Oh. Das ist kein Auge, so ein ganz komisches Geräusch. Bisschen gruselig, aber ist natürlich nicht umsonst hier evakuiert worden, das Ganze. Kann ich mir gut vorstellen. Da schau. Rätselgame und da wer auf sowas spielt, sollte definitiv das zuschlagen. Auch grafisch für die Pico 4 echt super, muss man einfach sagen. Na komm! Na komm, Papa! Jetzt kann ich sogar hier runter wieder. Mach mal das doch. Man konnte vorher nicht da hin schweben. Sagen wir einfach mal. Ach, geht aber recht smooth. Ach, guck mal hier. Ja, wir müssen ein bisschen Geduld haben. Wieder irgendwie. Airlock Rotation Manual Overdrive.
hier. Airlock Pressure. Power Switch. Power Switch ist ja schon mal nicht schlecht, oder? Kleine Rätsel-Games. Oh, das muss nachher richtig schwer werden, habe ich mal gehört. Die Kompressionskammer vielleicht hier? Das stimmt aber auch so nicht. Gemacht. Na komm. Dann dreht sich hoch. In die eigene Achse. Now we're gonna have to find a way into the underground complex. The information we're looking for should be there. Was bist du denn für einer? Welcome to the facility commander. The presence here represents a breach of evacuation protocol. The base is currently on lockdown. Please use your credentials to access the lower levels. Oh, and so sorry for the mess. Unordnung, ne? Entschuldigung für die Unordnung. Kein Problem. So. Schauen wir mal. Bitte sei niemand drin, sei niemand drin. The document has become irregular upon passing through the security check. Wurde geschwärzt oder so? Hab ich jetzt verstanden? Family. Die sind bestimmt nachher noch wichtig, denke ich mal. Kann ich mir gut vorstellen. Katzen. Ich liebe Katzen. Schachfigur ist mit Sicherheit auch nachher wichtig. Was steht denn hier? Irina, I hope that you're dead.
will at least serve so that we all combat the red parasite that killed you. I love you always. I hope your dad will at least serve so. Okay, wahrscheinlich so, dass der Tod einen Sinn hatte, dass sie diesen roten Parasiten besiegen können. Was auch immer der rote Parasit ist. Was ist das? Erkundungskarte? Excellent. This is a personnel security code. Now that it's loaded into memory, simply use the scanner to activate it. Ist schon mal gut, dass man einfach so Sachen einladen kann. Man braucht kein Inventar. Hat die dann wirklich, wenn man die einmal eingescannt hat? Code of Conduct. This is out of order. Okay. Der rote König. Und was habt ihr bisher zur Grafik? Spielen hier überhaupt? Kennt ihr das Spiel schon? Habt ihr es schon durchgespielt? Gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich habe es, glaube ich, nicht viel länger gespielt als hier diese Passage. Wir haben ja die Karte gescannt. Das heißt, wir können es hier. All right, Agent. Now locate the security area. The documents we're after should be there. Remain alert. There's no telling what we may find down there. Scheiße, Fahrstuhl in VR. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich glaube schon sehr oft. Es geht runter und das sehr, sehr langsam. Hätte ich nicht gedacht. Kann ich mich selber scannen? No information, ja, das ist klar, dass bei mir keine Information ist. Also ich finde es nicht gerade. Beach, langsam ist. Hier, diese Glasscheibe, die sieht echt fast aus wie echt, also was sie so in diese Brillen noch rausholen können. Also wer die PC-VR-Vision jetzt nicht kennt, würde ich auch jetzt das Programm das vermissen, natürlich mal stark von aus. Ich müsste mir nochmal zum Vergleich das anschauen. Ich höre gerade dieses Flüstern, ein ganz komisches. Geistern zu tun hat oder ob das dieser rote Parasit ist. To increase the intensity of light from your flashlight, squeeze the trigger. Slowly releasing it lowers it. What was that? The power seems to have been cut, Agent. Alter. So,
Boah, das ist nichts für mich. Die Musik war sehr dramatisch gerade. Loading Missions. Turn the power on. Das heißt, man muss hier erstmal sich zurechtfinden. Was haben wir denn hier? Security Area. Aber ohne Power kann ja auch nichts öffnen, oder? Vorsicht! Yes! Mach auf! Dann. Hieran kann ich mich erinnern, aber ich würde sagen, hier beende ich die Folge jetzt. Oder das Video. Ich wollte wirklich nur mal schauen, dass ihr mal reinsehen könnt, wie sieht die Grafik jetzt hier auf der Pico aus. Und ich muss sagen, funktioniert alles super, super flüssig. Ich habe keine Framerate-Einbrüche und Steuerung funktioniert super. Natürlich, das Bewegungsprinzip ist halt ein bisschen veraltet. Aber gut, das ist das Spiel halt. Ansonsten richtig cooles Game. Ich würde fast sagen, dass es auch so ein Must-Have-Titel ist. Wenn man mehr Zeit hat, könnte man das auch mal durchspielen. Aber ja, gerne mal eure Meinung zu dem Game. Habt ihr es schon gespielt? Holt ihr euch das eventuell jetzt sogar aufgrund des Videos? Gerne mal unter die Kommentare schreiben. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Einmal jetzt auf Abo drücken, Like da lassen, würde ich mich natürlich freuen. Und ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.